Hallo und herzlich willkommen heute Morgen wieder bei Die Selbermacher. Ihr seht schon im Hintergrund da so ein Gerüst, ein Holzgerüst. Das ist das, was ich immer schon versprochen hatte, dass wir einen Pferdestall bauen. Da haben wir jetzt schon angefangen und den wollte ich euch einfach mal zeigen. Warum? Nämlich, weil meine Kinder, da kommt er an. Getrottet, das ist unser Moritz. Kleine Shetland-Pony für die Kinder, optimal zum Reiten. Seht ihr das? Der hat sich noch ein bisschen untergestellt, nur unter die Bäume. Deswegen ist er noch so weiß auf dem Rücken. Ist aber nicht weiter schlimm für die Shetties. Die mögen die Kälte, den stört das überhaupt gar nicht. So, gut, jetzt werde ich euch dann einfach mal den Pferdestall etwas genauer zeigen. Ja, was haben wir hier gemacht? Wir haben einmal Punktfundamente gesetzt. Natürlich 80 tief, wir haben sogar 90 tief ausgebuddelt, damit das auch richtig frostfrei ist. Ihr seht, der ist noch eingeschaltet, das haben wir nämlich Anfang Dezember gemacht und dann kam auch bei uns der Frost und das Regenwetter ganz doll. Innen ist noch kein Fundament drin, da kommt dann noch der Fußboden rein. Erstmal haben wir da ein bisschen Schotter schon untergepackt, was damit verbaut wird. Und ansonsten wird es in Anführungsstrichen nur ein Bretterverschlag, wo dann sowohl Moritz als auch das zweite Pferd bzw. Schafe, die wir uns noch anschaffen wollen, auch mit unter können. Was sind so die Abmaße? Was ihr so nebenbei hört, ist das Knirschen des Schnees. Bei uns sind hier minus 13 Grad heute Morgen gekommen. Ja, was sind so die Abmaße? Also die Länge des Stalls haben wir 7 Meter gewählt. 7 Meter lang, sage ich mal, und 4 Meter tief oder breit. Und die einzelne Buchte, die beträgt dann, die einzelnen Buchtengrößen sind dann ja 4 Meter und 2,50 Meter in der Breite. Das passt ganz gut, da können sich die Tiere drin drehen, aufhalten und wenden. Davon wollen wir zwei machen. Eine haben wir hier links angefangen. Hier kommt die zweite dann hin, seht ihr hier zwischen den beiden senkrechten Balken. Und hier rechts haben wir dann noch so einen kleinen Raum, wo wir ja ein bisschen Heu und Stroh lagern wollen und auch so Equipment, was man braucht. Also Pferdesattel, Pferdereitdecke, das ganze Zubehör, was die Kinder dann brauchen. Okay, oben haben wir schön fette Spanen verbaut als Dachbinder. Die haben die Abmaße 8x16 cm und eine Länge von 6 Meter. Die sollten einiges tragen, dass da auch nichts passiert. Zwischen den einzelnen Spanabstand, haben wir den Abstand von 75 cm ausgerechnet und gewählt. Kommt ganz gut hin bei einer Gesamtdachlänge von 8 Meter. Ne, wenn wir von rechte Kante bis zur linken Kante rüber messen, sind das genau 8 Meter. Und der Dachüberstand vorne, 1,15 Meter, ist auch recht gut gewählt. Das heißt, ihr seht das schon so ein bisschen, der Shetty steht jetzt und frisst ein bisschen Heu. Also er steht theoretisch immer noch unter dem Dachvorsprung. Ja, was sind die Balkendurchmesser oder Abmaße, die waagerechten Balken, die auf dem Beton liegen und verankert sind, sind 12x12 cm stark, sollten ausreichend sein und die Ständer haben wir 10x10 gewählt. Im Nachhinein betrachtet seht ihr das, wenn ich euch das hier oben mal ranzoome, ist es ein bisschen doof gewählt, hätten wir auch 12x12 starke Balken nehmen sollen, weil jetzt haben wir einfach 2 cm, die irgendwo reingesetzt werden müssen und immer bedacht werden müssen beim Bauen und nachträglich berechnet. Ist ein bisschen doof, na egal. Ja, ansonsten geht es jetzt immer weiter. Ich werde dann noch weitere Videos machen von dem Stall, wie er dann nachher auch im fertigen Zustand aussieht. Erstmal soweit als kleines Update oder kleiner Vorgeschmack, was ich lange angekündigt hatte, dass wir auch uns der Pferdehaltung annehmen wollen, dass wir uns damit beschäftigen wollen, dass wir einen Pferdestall bauen wollen. Das war es erstmal soweit wieder von mir, von Die Selbermacher. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder abonnieren nicht vergessen, ist ja kostenlos und ihr bleibt damit immer auf dem Laufenden. Das war es erstmal soweit von uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen Die Selbermacher. Ciao.